Zuletzt bei Super Mario 64 The Lost Dreams. Es kam etwas Licht ins Dunkel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir konnten zum ersten Mal den Dusklord, nämlich Bowser, besiegen. Und es stellte sich heraus, dass er versucht, in der Traumwelt alle Dreamstars zu sammeln, um an das Traumherz heranzukommen. Damit möchte er die komplette Traumwelt in die Dunkelheit stürzen, um jedem Menschen Albträume zu bescheren. Das wollen wir verhindern. Mit Hilfe von Miles McToad sammeln wir in der Traumwelt weitere Sterne ein und versuchen so, Dusklords Träume zu vereiteln. Der Dusk-Bob-Omb wartet immer noch darauf, dass wir ihn verprügeln. Und wenn jemand so lange darum bittet, von uns verprügelt zu werden, dann macht man es halt eben mal schnell. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario oder Super Mario The Lost Dreams. Wir waren beim letzten Mal schon dort drin, da ging es für uns nicht weiter, weil wir hier die rote Cap gebraucht haben. Die werden wir heute nicht bekommen, aber für 15 Sterne, Freunde, können wir uns heute auf jeden Fall noch die grüne Cap holen, also die Metal Cap. Und im Metal Cap Palast dürfte es auch nochmal 2 Sterne geben. Also wir, naja, vielleicht, wenn es gut läuft. Warte mal, das geht ja nicht ab, das sieht so weird. Ah, da brauche ich den roten Knopf. I see, da brauche ich den roten Knopf und der ist oben. Also wenn es heute gut läuft, dann kriegen wir eventuell beide Schalterpaläste. Also grün und rot. Aber grün auf jeden Fall. Und mit dem grünen Schalterpalast sind wir dann auf jeden Fall auch in der Lage, in der Strandwelt weiterzumachen. Und mit dem blauen Schalterpalast, den wir ja schon aktiviert haben bereits, können wir sogar Welt 1 abschließen. Fällt mir gerade ein. So, Meister. Danke. So, jetzt verziehe ich mal. Warte mal, kann ich diesen Button eigentlich auch aktivieren, ohne, also dass es ins Auge noch da ist? Keine Ahnung. So, jetzt ist es auf jeden Fall aktiviert. Und das Gute ist, um jetzt an der Stelle weiterzukommen, müssen wir, glaube ich, jetzt nur hier nach unten hüpfen. Das ist absolut korrekt. Und dann sind jetzt hier genau die roten Blöcke da. Und wir sind in der Lage, hier durch diese Tür zu steppen. Und ich glaube... Wow, Kollege! Was bist denn du für ein Camper? Holy shit! Ich glaube, es hackt. So, sehr viele Münzen hier. Ich schaue mich schon mal ein bisschen um, wo hier wo wir auch die 100-Münz-Mission dann machen könnten, ne? So, hier geht es auch noch mal weiter. So, du verziehst dich. Freunde, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, ne? Also ich düse einfach durch diesen Hack und schaue einfach, wo ich am Ende des Tages lande. Das ist so meine Mission. So, hier müssen wir einfach genau hier lang. Wieder 10er Münzen. Das ist das Geile. Immer wenn man in diesem Hack Boxen findet, sind es 10er Boxen mit 10 Münzen. Das ist so angenehm. Wow. Oh, scheiße. Der parkt auf mir, glaube ich. Asozial. As shit. Da hätte ich parken können, oder? Moment. Genau, hier rüber. Und ich hoffe, hier werde ich geheilt. Ja. Jede Box ist eine 10er Box. Wir haben einfach jetzt schon 50 Münzen. Holy shit. Holy shit. Und Mario dachte sich, nee. Ein Sprungkick. Den fühle ich jetzt nicht so. Ich würde es jetzt viel mehr fühlen, wenn ich mit dem Hechtsprung in den Abgrund jiete. Ah, das sind ärgerliche Momente, aber wir kommen damit klar, weil wir mittlerweile wissen, was wir zu tun haben. Oh, ist das ärgerlich. Mann, gib mir das auf den Sack. Aber das Auge konnte mir direkt hier davon überzeugen, uns zu folgen. Dann können wir das nämlich hier genau fix wieder aktivieren. Dann sind wir auch schnell wieder da, wo wir hinwollen. Aber den Weg gehe ich jetzt auf jeden Fall. So, wenn man so einen Weg einmal gegangen ist und auf dem Weg stirbt, dann geht man nicht einfach und lässt den Weg quasi alleine, sondern dann geht man wieder dahin und geht ihn so lange, bis man ihn erfolgreich zu Ende gebracht hat. So läuft das. Hier wird kein Rückzug gemacht. Wir haben das angefangen und dann bringen wir es auch zu Ende. So funktioniert das. So baut man sich Authentizität auf. Einfach zu seinem Wort stehen und keine halben Sachen machen. So, Freunde. Hier wären wir wieder. Dann weichen wir einmal hier aus. Genau. So. Und jetzt düsen wir hier lang. Da muss ich eigentlich einfach... Eigentlich hätte ich diese Plattform nicht mehr aktivieren müssen. Da wäre ich ganz einfach rübergekommen.
So, was geht hier ab? Blume, was hast du mir zu sagen? Hi, I'll prepare the cannon for you. Oh, that's what it would he's... Okay. Das ist der Weg für die Kanone. Das ist äußerst angenehm. Führt mich das zurück in den Hauptraum? Ja, tatsächlich. Okay. Führt mich das zu König Duskomb? Weil wir uns jetzt vielleicht irgendwie zu seiner geheimen Tür schießen können oder so? Ich glaube wahrscheinlich schon, oder? Da schieße ich mich noch nicht rüber, da weiß ich noch nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie hoch ich zielen muss, ne? Okay, wenn man gegen die Wand bounce, landet man immer hier drauf. Geil! So, und ein neuer Weg. Also, wenn dieser König eins mag, sind das Labyrinthe in seinem Tempel. Ich frage mich, wenn das ja alles Bob-Oms sind, wie laufen diese Bob-Oms diese Wege? Aber, naja, vielleicht soll das auch niemand laufen. Vielleicht will der Typ auch einfach nur seine Ruhe haben und hat deswegen alles so gebaut, damit einfach niemand zu ihm kommt. I don't know. Oder vielleicht haben sie die Tempelanlage auch einfach Gebrauch gekauft. So, ne? Vielleicht gibt es sie einfach schon Ewigkeit, ne? Und die hatten gar keine Wahl, das noch irgendwie für sich anzupassen. Da ist ein Gitter. Da bräuchte ich aber den blauen Schalter, um hier was zu erreichen. Weiß ich noch nicht, wie das aussehen soll. So, du machst einen Abflug. Dann kann ich mich hier sogar nochmal heilen. Und was hast du zu melden? Danger. Oh, ist hier König... Ist hier König Duskomb? Oh, der Kamerawechsel! Ja, hier ist er. Okay, mit viel Feuer, mit viel Feuer. I was informed about the intruder, yet here you are. I thought that you would be obliterated before reaching my chamber. I'm the Dusk Bob Omp, and I will make sure you don't disturb our Lord's plan ever. I heard you were the one who defeated the Dusk Womp. Even with the help of my troops, he didn't stand up to you. Let me teach you how we nightmares deal with pests. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Warte mal, ich will erstmal diese Geister hier killen. Dann kann ich ihn nämlich mal heilen. Yes. So, werfen, 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 bevor das Feuer kommt. Sehr gut. So, das Feuer einfach auslösen. Hier einmal im Kreis jieten lassen. Und dann möglichst weit wegbleiben. Genau. Und wenn wir in der Mitte bleiben, dann sind wir, glaube ich, gar nicht in der Reichweite von so einem Flammenwerfer. Das heißt, ja, je mittiger wir sind, desto besser. So, auch seine Leben wurden erhöht. Ich vermute mal, wie beim Duskwomp, auf 5 Leben. Das heißt, das hier dürfte jetzt Nummer 4 sein. So sieht's aus. Und dann machen wir jetzt an der Stelle kurzen Prozess und dann ist hier Feierabend, Meister. Impossible. How does a weakling like you hold such power in its hands? Mistake underestimating your might. I suppose the Duskwomp did as well. I worry not. My troops will keep chasing for you until you are gone of all realms. You won't last much here. Also, I'm sure no more dream stars are recovered by you. My temple will keep them away from you. Dusklord! We failed you. Ja. Er, genauso wie Duskwomp, hier immer böse am Heulen. Wir haben verkackt. Es tut mir leid, Dusklord. Bitte, bitte verprügel mich nicht, Dusklord. Die haben so Angst vor dem, ne? Aber das ist mir relativ egal. Die spucken hier große Töne und dann müssen sie auch damit klarkommen, was hier abgeht. So, das war schon mal eine angenehme Sache. So, und Deep into the Temple, da habe ich schon eine starke Vermutung. Wie gesagt, wir haben jetzt zum Glück schon ziemlich viel von diesem Tempel gesehen. Das heißt, es ist auch sehr leicht mittlerweile für uns, uns hier quasi richtig fortzubewegen, weil wir schon wissen, was zu tun ist. Oh mein Gott! Der rote Knopf bleibt einfach aktiviert in der nächsten Mission. Das ist so stark. Oh, das sind solche Komfort-Features, die ich so liebe. Gutes Level-Design. Oh, ganz böse Props. Ganz, ganz böse Props. So, das scheint hier die Redcoin-Area zu sein. Wir haben ja gelernt, dass die Redcoins alle immer in einer ähnlichen Area sind. So, und das scheint die hier auf jeden Fall zu sein. Ja, komm, dann machen wir die roten Münzen noch kurz. Wobei, dann müsste ich auch die... Naja, wenn ich die roten Münzen mache, müsste ich auch die 100 Münzen damit verbinden. Aber komm, scheiß drauf. Machen wir heute mal eine Ausnahme. Und mach mal die roten Münzen nicht gepaart mit den 100. Was passiert, wenn ich auf dich drauf gehe? Bringt mir das was? Na, wir kriegen eine bessere Übersicht, aber gameplay-technisch jetzt nicht unbedingt. So. Okay. Hätten wir schon mal 4. Aber geht's hier noch irgendwo weiter? Ja, da vorne ist so eine Feder. Die wird doch mit Sicherheit was für uns übrig haben. Oh, what? Oh, wow! Okay. Ich kann hier hängen. Damn boy. Kamera drehen. Jetzt dürfte es passen, ja. Das ist spannend. So. Der Flyguy kann sich direkt verziehen. Auf den habe ich ja mal gar keinen Bock. Da drüben ist ein One-Up.
Na, ich habe das Spiel neu gestartet. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns das ein oder andere One-Up mitnehmen. So, aber sonst sehe ich hier nichts. Außer da drüben im Raum, aber den sollten wir noch nicht sehen. Keine weiteren Red Coins an dieser Stelle, aber hier. Und hier sind wahrscheinlich die anderen vier. Warte mal, ist da unten ein Stern? Warte mal, ich sehe da unten irgendwas, aber ich will es mal nicht cheesen. Wir spielen hier mal ganz normal. Aber doch, ich glaube schon, dass ich hier cheesen könnte. Ich könnte hier einfach runterhüpfen. So, Beeilung. Genau, ich mag, by the way, wie das Feuer hier animiert ist. Es wurden nicht die originalen Flammenanimationen aus SM64 genommen, sondern hier wurde ein eigenes Feuer kreiert. Und ich mag das. Das sieht cool aus. Und ich mag auch, dass wir den Stern bekommen haben. Oh yeah. Ein weiterer Weg, den wir gegangen sind, den wir gedanklich abhaken müssen. Und ein weiterer Weg, der uns quasi hier den 50 Sterne näher bringt. Ich bin immer noch gespannt, wie ich auf 50 Sterne kommen soll. Es gibt vier Hauptkurse mit je 8 Sternen, weil einer ist ein Secret-Stern immer. Dann sind wir bei 32. Dann nochmal 6. Ah, da will ich gar nicht rein. Dann nochmal 6 durch die Schalterpaläste. Aber dann sind wir bei 38. Und dann noch vielleicht mit dem Bowser-Status. Also ich weiß irgendwie noch nicht so genau, wie ich auf 50 kommen soll. Aber ich bin mir sicher, das Spiel wird einen Plan für uns haben. Ich vertraue dem Game da einfach mal. Bloß in meiner persönlichen Rechnung blicke ich ihn noch nicht ganz durch. So, wenn ich einfach Vollgas gebe, dann kann mir eigentlich erstmal nichts passieren. Ich gebe einfach instant Vollgas. Hä? Einfach sich gar nicht beirren lassen. Oh boy, das Feuer ist asozial platziert. Aber warte mal, da komme ich jetzt schon rüber. Okay, ich bin im Feuer gerade. Ich wollte sagen, ich bin dem Feuer gerade gekonnt ausgewichen. In dem Moment hat das Feuer mir sowas von meinen Hintern verbrannt, dass ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und daraufhin war Feierabend für mich. Okay. Gadi. Ich schätze, das fällt dann unter die Karma-Sparte. So, dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Kann doch nicht so schwer sein hier. Diese Spinne, ne? Die ist so asozial. Platziert. Da bin ich jetzt mal kurz ohne Kamera losgelaufen. Okay. Peinliches Gameplay gerade. Weil ich versuche, schnell zu spielen. Wir chillen jetzt hier in unsere Base. Und spielen so wie ein Spieler, der die Welt hier neu entdeckt, sich Zeit lässt. Und weil er sich Zeit lässt, nicht stirbt. Na, was haltet ihr von dem Plan? Diese Spinne. So. Instant Vollgas. Ich glaube, wenn ich immer an den Rand düse. Nee, dann sind wir nicht vom Feuer verschont, aber so weit, so gut. Okay. Okay. Nicht gut. Mhm. Das ist zum Heulen! Das ist... Boah! Okay, Freunde, aufgepasst. Okay, Freunde, hier einfach mit einem schönen Rückwärtssalto. Und jetzt einfach ein Weitsprung. Boah, aber ein Weitsprung von dieser Plattform ist so scary irgendwie. Okay, warte mal, wo teleportierst du mich hin? Those are one-way warp platforms. Maybe this one's the exit. Okay. Da ist nochmal... Oh nein, da sind nochmal Münzen drin. Ich hoffe, für die 100 Münzen muss ich nicht hier lang. Okay, kommen wir jetzt hier in eine Art Labyrinth. Da vorne ist ein Stern. Okay. Follow your dreams, no matter which way you choose. Is there a purple warp block nearby? Wartet mal. Es hieß unter einer Plattform, auf der man sich entscheiden muss. Ja, moin. Aber wie soll ich das denn finden? Wie? Da! Ja, lol! Okay. Aber das ist noch nicht mal das Ende. Das ist mit einer Challenge verbunden. Okay, muss ich hier einen Dreisprung machen? Okay, reicht hier auch ein... Warte mal, will das Spiel hier Wandsprünge?
Warum hat er jetzt keinen Wandsprung gemacht? Okay, es ist einfach der Seitwärtssprung, Freunde. Ich habe mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Ich unterschätze immer, wie weit dieser Seitwärtssprung eigentlich teilweise geht. So, den kann ich eigentlich getrost ignorieren, weil ich einfach hinter ihm durch kann. Okay, all das dürfte mich ja, glaube ich, einfach nur zu einer anderen Warpbox bringen. Und diese andere Warpbox teleportiert uns dann zum Stern. Also sowas zumindest letztes Mal. Oh! Okay. Diese Plattform. Da müssen wir dran denken, in diese Richtung gedrückt zu halten. Ja. Sonst fliegen wir nicht weit genug. Jawollo, Freunde. There we go. Puh! Alles klar. Da hätten wir den Secret-Stern und jetzt wurden wir auch hier rausgelassen. Okay. Dann gehen wir kurz den Umweg. Was heißt den Umweg? Dann gehen wir einfach kurz den Weg zum grünen Schalterpalast. Und dann nutzen wir vielleicht sogar noch die Zeit, Umwelt 1 auch komplett abzuschließen. Das wäre doch vielleicht auch gar nicht so bad. Na, wir haben ja ein bisschen was zu erledigen hier. So, da oben war, glaube ich, erstmal nichts. Da war irgendwie nur ein Schild mit Goombas. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Aber ich gehe jetzt erstmal dahin, wo ich weiß, was abgeht. Und das führt uns auf jeden Fall jetzt hier in die Traumwelt. Und hier ist der Schalterpalast. So, grün ist nämlich der Palast, wo wir 15 Steine brauchen. Und die haben wir. Jawollo. So, dann besorgen wir uns doch mal den Schalterpalast. Let's go. Beware, toxic water ahead. Oh, okay. Und hier brauche ich auch schon dann die Metal Cap, um da unter Wasser einen Schalter auszulösen. Alles klar, das Wasser ist vergiftet. Also vermute ich mal ganz... warte mal, what? Das vermute ich mal ganz stark, dass ich hier das Wasser vielleicht ablassen muss oder so. Hier ist einfach legit... Warte mal, hier kann ich nichts machen. Nein. Kann ich den grünen Schalterpalast unter Wasser aktivieren? Ich muss ja fast, oder? Oder muss ich da dieses Zahnrad berühren? Ist dieses Zahnrad so ein Wasserablasser? Ja, ist es! Es ist ein Wasserablasser mit anderem Design. Na, sieh mal einer an! Sehr geil. Verdammt, ich wollte eigentlich den Text lesen. Ich habe mir eigentlich beim letzten Mal schon vorgenommen gehabt, den Text lesen zu wollen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei Schalterpalästen ist es immer so in meinem Schädel drin, dass man das einfach wegdrückt. Okay, aber ich vermute mal wieder sehr stark, dass wir hier mit 2 Sternen beglückt werden. Und dementsprechend will ich das natürlich auch abchecken. Boah! Oh, die Textur ist sexy. Die Textur ist sehr sexy von Metal Mario. Holy shit, sieht das grafisch stark aus. Das schmeckt extrem. Das schmeckt extrem, meine lieben Freunde. Was ein geiler grafischer Progress, der in diesem Hack gemacht wird. So, hier waren jetzt 2 Türen. Wir gehen jetzt mal durch diese. Und schauen mal, wo uns das hinbringt. Dadurch, dass diese Wandsprünge die Animation von einem Seitwärtssprung haben, sieht das mal ultra episch aus. Real Talk. So, das ist auch gut, dass wir das Wasser hier haben steigen lassen. Weil dann kommen wir nämlich nicht da hoch. Oh boy, oh boy, oh boy. Damage. Man kriegt hier sehr schnell Damage. Oh, scheiße. Okay, ich hab keinen Schaden bekommen. Beim zweiten Mal eintippen. Okay, warte mal, ich glaube, ich habe gerade irgendwas aktiviert. Oh, oh, no, water, water. Oh, no, guys, uns geht's gar nicht gut. Heißt das, dass ich jetzt nicht durch diese Tür kann? Hey, jetzt kann ich wieder rein. Okay, wenn es hier wirklich 2 Steine geben sollte, habe ich keine Ahnung, wie ich daran kommen soll. Jetzt haben wir auch noch permanent diesen Sound. Weil es mir nicht gut geht. Ah, da sind die am Boden vor den Türen immer. Das ist ja crazy. Jawohl, Freunde. Let's go! Werde ich rausteleportiert? Ja. Das ist aber auch gut so. Wir kommen ja auch schnell wieder rein. Aber durch das Rausteleportieren ist der Stern auf jeden Fall safe. Wir müssen nicht diesen riesigen Umweg gehen. Und ich werde wieder geheilt. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur Vorteile. So.
Und dann wollen wir jetzt auch den zweiten holen. Es gab jetzt doch genügend Wege, bei denen ich abbiegen kann. Also sollte es auch genügend Optionen geben, an welcher Stelle sich der zweite Stern ja auch noch verbirgt. Nochmal kurz auffrischen. Gibt's eigentlich richtige Metal Cap Music? Weil irgendwie, ich glaube, die Musik hat sich nicht geändert, als ich die Metal Cap eingesammelt habe. Aber ich glaube, das war im blauen Schalterpalast auch nicht so. Aber als ich die dann auf der Oberwelt eingesammelt hatte, ich glaube, dann kam die Custom Music. So. Was geht hier? Da ist ein Schalter. Ich weiß noch nicht. Ah, hierfür! Okay. Was geht hier ab? Ich kann das Wasser hier steigen lassen. Es sieht alles ein bisschen gleich aus. Ah, aber ich kapiere das Prinzip. Mhm. Ich kann mir die Holzplattform quasi als Treppe immer mitnehmen. So, und jetzt ist hier eine Metal Cap. Und die brauche ich dann wahrscheinlich unter Wasser, um in diesem Gang weiterzukommen. Ja! Da ist er! Aber gibt's hier dann noch einen Stern? Weil irgendwie dachte ich, hätte es noch einen Weg gegeben, den wir noch nicht geprüft haben. Ich schaue mich nochmal um. Wenn ich was finde, melde ich mich bei euch. Okay, Freunde, ich habe es mir tatsächlich ganz einfach gemacht. Ich habe einfach online nachgeguckt. Da gibt es nämlich eine Liste, wie viele Sterne es in jedem Kurs gibt. Und es hieß, in der Metal Cap gibt es 2 Sterne. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass wir hier alles richtig gemacht haben. Also, damit ist auch die Metal Cap abgeschlossen. Und wir sollten heute sogar, glaube ich, noch in der Lage sein, zur Wing Cap zu kommen. Aber das finden wir jetzt gleich raus. Jetzt muss ich erstmal in, ja, meiner Lieblingswelt, in der ich doch schon das eine oder andere Leben gelassen habe, erneut den Weg über die fahrenden Plattformen nehmen, um dann noch an der Stelle, wo ich jetzt gerade zum geheimen Stern gegangen bin, den eigentlichen Weg zu gehen. Oh Gott, Kamera, please. Die ist in dem Level ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, man kann damit umgehen. Man kann damit umgehen. Na dann, back again. Und diesmal nehmen wir den normalen Weg. Dann wollen wir doch mal, aua. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier los ist. Ich gehe jetzt einfach den hier. Keine Ahnung, was es bringt. Aber wir werden hoffentlich irgendwie passend dafür belohnt. So, sehr viele Augen. Oh, wow. Ich war nicht der festen Überzeugung, dass das Treibsand ist, nicht tot bin. Ich war schon wieder kurz davor, mich aufzuregen. Aber scheinbar zu Unrecht. Scheinbar zu Unrecht. Offenbar darf man hier weiterleben. Wow, und das führt mich jetzt sogar hierhin. Zu dem blauen Ding. Okay. Okay, warte mal. Seitliche Ansicht. Ganz, ganz wichtig. Okay, eine nicht bekommen. Aber dann weiß ich das schon mal für die 100-Münz-Mission. So, da geht's zum Stern. Hä, ich bin den richtigen Weg gegangen? Daher? Ah, deswegen ist es wahrscheinlich die Choice. Das wäre wahrscheinlich der andere Weg gewesen. Aber crazy, dass ich fürs Runterfallen trotzdem belohnt werde und zum Stern fahren darf. Sehr interessant. So. Hier muss ich jetzt den Absprungpunkt hinbekommen. Wow, wow, wow. Oh. Okay. Wir haben ihn. Und, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, Freunde, dass wenn ich die 100 Münzen in diesem Level machen will, dass ich, gib mir das Wort, dass ich über diese fahrenden Plattformen, über diese Pfeilplattformen fahren muss. Mario, it seems that you have collected enough dream stars to regain all of your inner powers. Go collect them all in search for the Dusklord to stop his evil plan. Ah, jetzt haben wir gerade nochmal den Hinweis bekommen, dass ich quasi in der Lage bin, mit 20 Sternen alle Fähigkeiten wiederherzustellen. Das werde ich natürlich gerne machen, weil dann können wir beim nächsten Mal mit dem Bug-Training beginnen. Also Backtracking, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, hier bin ich falsch. Moment. Dann können wir nämlich Welt 1 abschließen. Wir können Welt 2 dann auch abschließen. Auch wenn ich auf die 100 Münzen echt wenig Lust habe. Bin ich ganz offen ehrlich zu euch. Und im Anschluss gehen wir dann in Welt 3 an den Super Mario Sunshine Strand. Und ich glaube, das wird cool.
Da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Aber jetzt gehen wir noch ein letztes Mal den Weg ins Dream Realm. Denn wir müssen jetzt hier auch noch uns die Wingcap holen. Und die Wingcap brauche ich, glaube ich, nämlich auch noch in Welt 2. Ne? Da gab es ja auch einen Raum mit Wingcap. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt hier uns alle Caps holen. Oh, das sieht designtechnisch so schön aus. Ich bin wirklich so begeistert von diesem. Von der Grafik einfach in diesem Hack. So, hier wären wir. Ich habe gerade Cash bekommen. Ah ja, da. In den Blumen. Cool. Hab ich im ersten Moment gar nicht gesehen. So, wie viel muss ich machen, um zum Roten Palast zu kommen? Wie viel verlangt das Spiel von mir? Okay, es gibt Red Coins. Red Coins sind einer von zwei Sternen, die benötigt werden. Okay, und es gibt Kanonen. Interessant, interessant. Dann will ich mich doch mal da hochfeuern. Keine Ahnung, was hier die richtige Höhe ist. Das war eigentlich legit ziemlich perfekt. Ist unten was? Sieht nicht so aus. Nee, das ist, glaube ich, einfach nur, dass man auf jeden Fall mit der Kanone am richtigen Ort landet. Ah, ja moin! So schnell geht's. Und jetzt lese ich den Text von dem Schalter. If you get the wing cap, you can fly. Put the cap on, then do a triple jump to take off. You can fly even higher if you blast out of cannon. Ja, das weiß ich. Sehr geil. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt kann ich den Text lesen. Nice, Mario. You've stepped on the last power switch. Now you awakened the power of the wing cap. Now, if you have all of your powers, you may be able to face against the Dust Lord. Good luck. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so relevant. Ich dachte mir, beim letzten Mal wären da relevantere Informationen gewesen. So, aber boah, wie das jetzt wieder aussieht mit den Inseln und mit dem Turm und einfach die Farben, die hier für die Texturen gewählt wurden. Es sieht so smooth aus. Es ist wirklich einer der grafisch smoothesten Hacks, die ich je gesehen habe. Und wie gesagt, der ist von 2019. Das heißt, wenn wir Hacks von 20 oder 21 spielen, kriegen wir potenziell noch krassere. Amazing. So, jetzt schließe ich mich einfach mal ganz nach oben. Dass wir einfach mal alle Möglichkeiten haben. So, kann ich da landen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, kann ich. Sehr schön. Immer mal wieder auffüllen. So, und wichtig ist jetzt, wie gesagt, wenn ich den... Es gibt ja zwei Sterne. Und einer warpt mich aus dem Level, der andere nicht. So, das heißt quasi, wenn ich jetzt zunächst... Oh, hi. Wenn ich jetzt zunächst quasi den anderen Stern einsammle und die roten Münzen danach, dann müsste es passen. Weil ich glaube, die roten Münzen warpen mich safe aus dem Level. Und der andere Stern dann vermutlich nicht. So kann ich dann quasi beide Sterne in einem Durchlauf mitnehmen. Insofern ich natürlich so lange überlebe. By the way, natürlich wurden auch die Texturen der Flügel am Marios Cap überarbeitet. Ist ja klar. Als ob der Modder sich das nehmen würde. Es ist alles überarbeitet worden. Und es fühlt sich einfach so Quality of Life mäßig an, wie dieses Spiel verbessert wurde. Und das weiß ich extrem zu schätzen. Komme ich da hoch von hier? Muss ja eigentlich, oder? Oh, nee, ich riskiere es nicht. Ich riskiere es nicht. Ich suche mir irgendwo keine Kanone oder so. Da drüben, ja. Damit sollte ich in der Lage sein. Ich weiß auch schon, wo der Secret Stern ist. Und für den Secret Stern brauchen wir eine Kanone. Viele Münzen. Man kann echt überlegen, ob es hier einen 100-Münzstern gibt. No joke. Naja, aber da vorne ist ein Gitter, hinter dem der Stern ist. Jetzt sieht man es, das Gitter. Das Gitter bei den bei der roten Box. Und ich vermute, dass irgendwo ganz oben bei diesem Turm dieser Schalter ist. Schauen wir jetzt gleich mal nach. Oder auf der Rückseite. Oder I don't know. Aber es wirkt schon sehr, sehr auffällig hier. Und vor allem, weil hier nochmal eine Kanone ist. Das heißt, von hier bin ich in der Lage, nochmal weiter nach oben zu kommen. Oder vielleicht sogar auf dem Turm selber, wo der Stern ist. Oder da oben? Mann, so viele Möglichkeiten. Na doch, ich schieße mich hier hoch. Erstmal so viel Höhe wie möglich und dann gucken, was abgeht. Ja, ich versuche darüber zu kommen. Das sieht sehr special aus. Das ist so mit der höchste Punkt, den ich erreichen kann. Okay. Ist hier ein Schalter? Kann aber auch sein, dass hier nur eine Red Coin ist. Definitiv. Hier ist gar nichts. Wird hier der Red Coin Star spawnen? Die Möglichkeit besteht auch. Okay. Mist. Hm.
Finde ich jetzt irgendwie ärgerlich, muss ich zugeben. Aber wie viele Red Coins habe ich? 7. Okay, dann ist da unten auf jeden Fall mal die letzte. Dann ist da unten auf jeden Fall mal die letzte. Dann nehme ich die mit und der wird wahrscheinlich da oben spawnen. Ja. Okay, dann habe ich jetzt zunächst das gefunden. Aber habt ihr es gesehen? Schaut mal, hinter dem Turm ist eine einsame Wolke. Das kann doch was bedeuten, oder? Ich meine, warum sollte eine einsame Wolke hinter diesem Turm sein? Ist da was zu verstecken? Komm schon. Wenn ich Mod-Entwickler wäre, ich würde die da hinpacken. Also den Schalter. Das sieht super auffällig aus. Okay. Hast du einen Tipp für mich? Schau. Hier ist einfach fucking Shoutouts zu Simple Flips. Du willst mich verarschen. Es ist so, für alle, die es nicht verstehen, das ist einer der größten. Also, Simple Flips ist ein sehr, 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 sehr großer Mario 64 Streamer. Und es ist einfach ein mega Meme in Hex und so weiter. Shoutouts zu Simple Flips quasi einzubauen. Als Joke. Ah, damn! Hey, man, da habe ich Shoutouts zu Simple Flips gefunden. Das ist auch schon mal was. Jetzt komme ich aber da wieder nicht hoch. Okay, warte mal, ist da hinten was? Aber ich muss jetzt auch aufpassen. Das ist meine. Ah, warte mal. Da geht's hoch für mich. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Moment. Ja, ja, so komme ich hier weiter, weil soeben ist meine Wingcap ausgelaufen. Schade, schade. Also ich kann mir noch vorstellen, dass es auf den Dächern hier irgendwo ist. Ich werde mich ein bisschen umschauen, meine lieben Freunde. Und wenn ich was finde, dann werde ich mich einfach ganz einfach bei euch melden. So machen wir es. Da unten ist er, glaube ich. Da unten ist er. Let's go! Jawollo! Okay. Nicht, wie man denkt, ganz oben, sondern exakt andersrum. Ganz unten. Okay. So. Und jetzt müssen wir uns nur wieder den Weg nach oben erarbeiten. Einfach straight hoch. Und gucken, wo man zur nächsten Plattform kommt. Sehr schön. Das ist dann wahrscheinlich die hier, vermute ich mal sehr stark. Exakt. So, dann geht's hier für uns rein. Geil! Dann hätten wir auch hier beide Sterne gefunden. Übertrieben sexy. Ich dachte jetzt, ich fall runter. Aber alles gut. Da ist die nächste Kanone. Ich weiß aber nicht, ob die von der Distanz schon reicht, dass wir es rüberschaffen. Könnte, muss aber nicht. Wir machen einfach mal Vollgas an der Stelle. Doch, das dürfte reichen. Das dürfte reichen. Yes. Sehr schön, Guys. So. Und du portest mich bitte nicht aus dem Level. Verstehen wir uns? Please? Schmerzen. Yes, Freunde. We did it again. Ich habe nochmal alle 8 gesammelt, habe mich hier rüber gefeuert. Und wetten, der Stern behält mich jetzt im Level. Genau, die falsche Entscheidung getroffen. Aber ist okay. Ist okay. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja auch die Macht des Schnitts, ne? Das heißt, fürs Projekt gar kein Abbruch. So, damit haben wir jetzt alle Caps. Und beim nächsten Mal werden wir Welt 1 abschließen, Welt 2 abschließen und dann in Welt 3 den Strand gehen. Ich freue mich drauf. Es kann eigentlich nur gut werden. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Euer Hübi. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lodrioma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft.